Amazing Mom. Heute ist wieder Amazing Mom Tag, Abnehmen für Mütter, und ich gehe gleich direkt ins Thema rein. Heute geht es um das Thema, wie kann ich mich als Mutter gesund ernähren, auch wenn meine Familie sich nicht so gesund ernährt. Und zwar kam ich erst auf dieses Thema, obwohl es ja eigentlich ein Grundthema schon ist bei uns Müttern. Ja? Wie kann ich abnehmen, wenn die Familie sich so schlecht ernährt? Ich habe hier nämlich einen Kommentar bekommen und den lese ich dir mal ganz kurz vor, damit du weißt, um was es geht. Ja, um was es geht, weißt du schon, aber um tiefer ins Thema reinzugehen. Da ich auch Tuneserin bin, kennst du genau unsere Küche. Viel Brot zum Essen oder Teigwaren, Couscous und Kefteji. Kefteji ist halt so gebratenes, so Tomaten, Kartoffeln und so in Öl gebraten. Immer Brot, Brot, Brot. Ich habe 2 Jungs, 4 und 3 Jahre alt, will noch 10 Kilo abnehmen. Ich wiege derzeit 70 Kilo. Aber mein Mann ist ein richtiger Esser. Deftig, und ich muss also jeden Tag tunesisch kochen. Sonst wird er nicht satt. Er ist Basketballer, sehr groß und schwer und hat auch Übergewicht. Es ist schade, wir sind beide 30 Jahre jung und schleppen dieses Übergewicht mit uns rum. Ich bekomme ihn ohne Weißbrot nicht satt, er ist allergisch gegen Schwarzbrot. Also ich kann mit dir fühlen, ich kenne auch keinen Tunesier, der irgendwie Schwarzbrot essen würde. Ja, die sind echt allergisch dagegen. Es muss immer Weißbrot sein, oder also Baguette. Aber es geht hier um mich. Oft bin ich mitten in der Diät, halte gut durch, mit Low Carb habe ich viel abgenommen. Doch dann koche ich so lecker und esse dann schon oft mit. Ja, das, glaube ich, geht fast jeder Mutter so. Ja? Sie will abnehmen, kocht lecker, weil die Familie essen will, und dann isst sie doch ein bisschen mit. Das geht mir immer wieder so. Ich bewege mich auch relativ wenig, nur Kindergartenstrecke. Wie schaffe ich es abzunehmen? Das Low Carb macht mir keinen Spaß mehr. Kann keine Eier oder Magerquark mehr riechen. Wie komme ich zur Fitness meiner ganzen Familie von der Küche ein bisschen weg? Was kann man essen? Was akzeptiert auch ein Mann, der essenssüchtig ist? Gott, du Arme. Wie oft kochst du tunesisch? Wenn du vegan nur für dich kochst, denke ich, dass du auch trotzdem deine Kinder und deinen Mann gesund ernährst. Womit? Ein Sohn von mir hat Übergewicht, leicht. Da muss ich extrem aufpassen. Der andere ist untergewichtig. Den muss ich immer etwas anbieten. Alles schwierig, das Thema Ernährung. Bin verzweifelt, würde gern gesünder kochen als tunesisch. So, man hört schon die Verzweiflung heraus, und ich kann dich vollkommen verstehen. Und wie gesagt, es gibt eine Menge Mütter, die das gleiche Problem haben. Sehr, sehr viele hätten schon längst abgenommen, glaube ich, wenn Mann und Kind nicht da wären. Ja, aber wir lieben unsere Männer, wir lieben unsere Kinder, und ohne sie wäre ja das Leben nicht so lebenswert. Deswegen müssen wir einen anderen Trick finden. Also schau mal, ich fange mal so an. Du erzählst ja, dass dein Mann halt so deftig und so deftig und alles essen möchte. Ja, ich würde es erstmal weiterhin so beibehalten. Nicht aus der Routine rausgehen, ansonsten kriegt er die Krise. Okay, ich kann nur aus eigener Erfahrung reden. Mein Mann ist zwar nicht übergewichtig, er ist sehr schlank, aber er liebt auch die tunesische Küche und er liebt es deftig. Ich habe jahrelang jeden Tag arabisch gekocht, mache ich eigentlich immer noch, obwohl es jetzt vegan ist. Ja, ich koche zwar immer noch jeden Tag, aber vegan mittlerweile. Und es gibt immer noch auch Fleisch bei uns, aber nicht mehr so wie vorher. Das Geheimnis in dieser ganzen Sache ist, wenn du dich änderst, wird er sich mit der Zeit auch ändern. Weil der Mann folgt ja meistens der Frau auch nur unbewusst. Ja? Klar, der Mann ist der Mann und er will der Herr im Haus sein. Aber im Endeffekt folgt er der Frau, weil sie kocht ja zu Hause. Also koch weiterhin erstmal so wie normal. Aber fang an mit deiner Selbstliebe. Weil wenn du dich selbst liebst und respektierst, wirst du immer einen Weg finden, für dich gesünder zu kochen als für die anderen. Hört sich jetzt voll gemein an. Ist ja bei mir genau das Gleiche. Meine Kinder essen ja auch ab und zu Fleisch und ich gucke zu und ich koche das ja auch. Aber nur, um nicht abrupt richtig krass den Kopf abzuhacken, sage ich es mal so, um das bildlich darzustellen. Ja? Wenn sie es schon so kennen und plötzlich sage ich, nee, jetzt gibt es gar nichts mehr und es gibt bei mir nie Fleisch, es gibt bei mir nie Käse, wäre ja schön. Die sind süchtig danach, die gehen dann zum Opa und Oma und bitten darum. Also gibt es einmal die Woche bei uns mal Fleisch und sie können auch mal Käse essen. Bei dir ist es aber jetzt vielleicht schwierig schon zu sagen, einmal die Woche gibt es bei mir nur Fleisch, ansonsten den Rest der Woche gesund, ist jetzt noch schwierig, der Übergang. Wenn du dich gesund ernähren willst, musst du das Schritt für Schritt machen. Weil so eine Ernährungsumstellung auf gesund, die geht nicht innerhalb von einer Woche oder von einem Monat, die geht auch nicht innerhalb von einem Jahr. Das dauert richtig lange, bis du dich wirklich gesund ernährst, du und deine Familie. Aber fang erstmal bei dir an. Indem du machst den Haushalt, also so einen Wochenplan für die Woche, was wirst du kochen die ganze Woche, ja? Du machst jetzt zum Beispiel arabische Gerichte, mach das halt weiterhin, Kefteji, Marga, Makruna, wie heißt das, Couscous und so weiter. Mach das halt weiterhin, aber finde diese Rezepte in gesund für dich, ja? Da gibt es Rohkostrezepte, du kannst dir Salate machen mit einem richtig geilen Dressing. Dazu müsste ich mal Videos machen zum Dressing, zum Thema Dressing. Wenn du dir richtig viel Gemüse
dämpfst oder auch jetzt roh isst, mit einem geilen Dressing schmeckt das so gut, dass du satt wirst. Bei mir war das jetzt so am Anfang, dass ich das so gemacht habe, meine Gerichte morgens schon vorbereite. Ja, da gibt es auch ein Video, das kann ich dir unten verlinken. Ich weiß, es ist stressig, wenn man kleine Kinder im Haushalt hat, aber ich habe ein Ziel vor Augen. Ich will gesund sein, ich will fit sein. Deswegen, morgens ist das Erste, was ich mache, ich kümmere mich erstmal um die Kinder, die kriegen ihr Frühstück und alles, und dann bereite ich direkt mein Essen vor. Das, was ich liebe. Ja, liebe ich Datteln, hole ich die raus, wasche die schon mal, entkerne sie, leg sie zur Seite. Granatapfel, Apfel, Banane, alles schon mal rausholen und dann hinstellen. Salat schon mal vorbereiten, in Gemüsesaft schon mal vorbereiten, alles schon mal hinstellen. Dann spiele ich mit den Kindern ein bisschen oder nehme sie mit in die Küche und bereite schon das Mittag- oder Abendessen vor. Ja, manchmal mache ich das Mittagessen schon, das Abendessen auch schon morgens vorbereiten, damit ich mit den Kindern raus kann. Und wenn wir heimkommen, haben wir keinen Stress. Abendessen ist schon fertig. Ich mache halt auch diese arabischen Gerichte, backe auch schon das Brot, mache das alles schon mal so vor und dann gehen wir raus. Es nimmt unheimlich viel Zeit. Ja, es ist ein Traum. Es wäre wirklich ein Traum für mich, wenn ich eine Haushälterin hätte, die das Ganze übernehmen würde. Aber mein Gott, so ist es halt. Also, mit der Selbstliebe zu dir selber, wenn du dich selbst respektierst und liebst, du bist wundervoll, dann denke darüber nach, ein Mensch, der sich liebt und respektiert, was würde er denn essen? Ja? Ernähre dich vegan. Also ich würde jetzt sagen vegan, warum? Weil vegan hilft dir schneller abzunehmen. Tierische, fette, tierische Lebensmittel brauchen länger zum Verdauen. Da gibt es, da hatte ich nämlich jetzt in meinem Abnehmprogramm was zusammengeschrieben. In der China Study wird nämlich da etwas erwähnt, dass man mit tierischen Proteinen und Fetten eher zunimmt. Und mit pflanzlichen, dass man eher schneller abnimmt. Ja? Ich will jetzt nicht tiefer ins Thema reingehen, weil das halt in meinem Programm alles aufgeführt ist und die Leute, die das kaufen, würden sich dann ärgern, dass ich das auch in den YouTube-Videos erkläre. Okay, du sagst, du kannst keine Eier und Magerquark mehr riechen. Lass das weg, Eier und Magerquark. Ja? Die entstehen meistens von Tieren, die traurig sind. Ja? Wenn du weißt, dass es eine glückliche Kuh ist, die gestreichelt wird und es geht ihr Kuh gut und du kriegst von ihr Quark, dann okay. Aber der Quark, der in den Supermärkten verkauft wird, kommt von Tieren, die gequält werden. Und wenn du das isst, ist das nur schädlich für deinen Körper. Ja, das bringt gar nichts. Was deinem Körper wirklich zum Abnehmen hilft, ja, oder beim Abnehmen hilft, wären frische Lebensmittel, die Sonne abbekommen haben. Haben wir in Deutschland nicht so viele, aber wenn du genau guckst, wir haben hier Äpfel, wir haben hier Karotten, wir haben hier grüne Pflanzen. Das ist jetzt wieder so ein großes Thema, da müsstest du dich erstmal einarbeiten. Ich würde sagen, der erste Schritt, der dir wirklich helfen kann, abzunehmen, ist intermittierendes Fasten. Das bedeutet, dass du morgens erstmal nicht frühstückst, dass du dein Frühstück nach hinten ziehst, so spät wie möglich. Wenn du normalerweise um 9 Uhr frühstückst, frühstückst du dann erstmal um 10 oder dann erst um 11. Und dann schaust du, dass dein Frühstück aus gesunden Sachen besteht, wie zum Beispiel Obst. Ja? Oder du machst dir einen Smoothie, wenn du so einen Mixer hast. Das wäre perfekt, dass du dir da einen leckeren Smoothie machst aus Spinat und Banane beispielsweise. Ja? Und wichtig ist auch zu wissen für dich, zu viel Essen, wissen wir ja alle, schädigt den Körper. Wenn dein Körper fastet, also wenn er eine lange Zeit nichts zu essen bekommt, du hast jetzt zum Beispiel das letzte Mal gestern Abend um 8 Uhr was gegessen, stehst auf und isst erst um 11 Uhr morgens was. Das ist eine Zeit zwischen 10 Uhr abends und 11 Uhr morgens, wo dein Körper fastet. Und immer wenn er Hunger hat, wenn er nichts zu essen bekommt, was passiert in deinem Körper? Der Körper fängt an, die Zellen zu scannen nach beschädigten Zellen und versucht sie zu reparieren oder er repariert sie. Zellen, die nicht repariert werden können, tut er abstoßen. Das heißt, er regeneriert deinen Körper. Deswegen ist Fasten auch so gesund. Warum macht er das? Da hat er Angst, dass du stirbst. Er denkt, das ist jetzt eine Notfallsituation, es gibt nichts zu essen. Ich muss alles tun, damit der Körper jetzt gesund bleibt, damit er überleben kann. Das heißt, wenn man hungert, das ist immer gut, weil wir haben in unserem Hinterkopf, man muss immer satt werden. Kinder ja, die Kinder wachsen ja und alles, die sollten schon satt werden. Aber du musst dich nicht, also löse dich von diesem Glauben, dass du essen musst, um stark zu sein. Umso weniger du isst, desto fitter bist du. Und wenn du das in dir drin lässt, dann wirst du auch schneller abnehmen. Dann das Zweite ist, natürlich musst du satt werden, damit du abends nicht über irgendwelche anderen Sachen herfällst. Da mach dir unbedingt Rezepte, die dich satt machen. Und was macht dich satt? Am Anfang, du bist es ja jetzt zum Beispiel gewohnt, Teig zu essen, sehr viel Teig. Ich würde das reduzieren und einfach mehr Gemüse rein in deinen Alltag machen. Du kannst zum Beispiel gedämpftes Gemüse mit Reis machen für den Anfang. Und die Soße muss stimmen. Aber die Soße darf halt natürlich keine fettige, ungesunde Soße sein, sondern eine selbstgemachte Soße.
Wie gesagt, ich muss mal gucken, dass ich dann... Also ich kann dir mal eine Soße erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel Salate mache, ich mache mir einen riesen Kopfsalat mit Paprika, Tomate, Zwiebel, Mais zum Beispiel, ja. Wenn ich jetzt nur Essigöl mache und Zitrone, schmeckt mir das nicht so gut. Ich mache mir dann immer in einem Mixer ein Stück Knoblauch rein, ein bisschen Ingwer rein, ein bisschen Senf rein, Mandelmus, Zitrone, Kräuter, eine Dattel, damit es auch süß ist, mixe ich und dann kommt eine richtig cremige Soße raus. Die sieht aus, als wäre das Mayonnaise. Wenn ich damit meinen Salat dann mische, das ist ja alles gesund, das schmeckt so gut und ich habe keine Lust mehr, was anderes zu essen. Also man muss sich erstmal dran gewöhnen, Schritt für Schritt. Das Wichtigste, ich rede jetzt hier alles irgendwie durcheinander, aber ich hoffe, es kommt an. Das Wichtigste ist, dass du dich selbst respektierst. Auch wenn du Dinge isst, die dich dick machen, dass du dich selbst trotzdem respektierst. Du sagst, okay, ich habe es gegessen. Es ist völlig normal, dass dein Körper ständig dieses Essen möchte, weil du damit aufgewachsen bist. Das ist völlig normal. Du musst Schritt für Schritt vorgehen und immer wieder neue Rezepte ausprobieren, so was jetzt bei mir zum Beispiel. Immer wieder neue Rezepte ausprobiert, was schmeckt mir, was schmeckt mir nicht. Was mir schmeckt, behalte ich bei, mache das immer wieder. Zum Beispiel habe ich dann morgens immer damals Smoothies gemacht. Jetzt esse ich ja erst gegen 13, 14 Uhr, frühestens um 12 esse ich was. Und mein Körper hat keinen Hunger. Hat aber lange gedauert, Monate hat es gedauert, obwohl die ersten 2 Wochen waren schwer. Die waren sehr, sehr schwer, da habe ich immer Hunger gehabt. Aber dann dauert es Monate, bis sich der Körper wirklich an alles gewöhnt. Du wirst merken, wenn du dir frische Smoothies machst oder Säfte machst, dass das deinem Körper so gut schmeckt, das ist so lecker. Dann Salate machst, dann Früchte, Gemüse. Es gibt so viel Vielfalt hier in Deutschland an Gemüse, was wir essen können, das lecker schmeckt. Du kannst dir zum Beispiel einen Blumenkohlsalat machen. Ja? Es gibt jetzt beim Rewe Blumenkohl im Bio. Das kannst du leicht dämpfen oder ein bisschen im Wasser kochen, damit es ein bisschen weich wird. Kann man aber auch roh essen. Obwohl ich den selber ungern roh esse. Ich koche es immer ein bisschen. Dann kannst du das würzen mit was habe ich jetzt gewürzt heute? Mit Cashewmus, Zitrone, Datteln, Ingwer, Knoblauch, ein bisschen schwarzes Pfeffer, Kräutersalz. Also du musst immer gucken, das, was dir gefällt. Ja? Also Muße, so Cashewmus oder Mandelmus oder Sesammus, schmecken immer in meinen Augen ganz gut, weil die mich ein bisschen an Mayonnaise erinnern. Die schmecken nicht nach Mayonnaise, aber die machen es halt schön cremig. Dann noch ein bisschen Senf da rein, ein bisschen Essig, ein bisschen Zitrone. Dann mischst du das mit diesem Blumenkohl und machst dann noch Zwiebeln rein. Das, was du magst, Mais, Paprika. Dann hast du voll den leckeren Salat. Du kannst auch nochmal Reis machen, kochen, das nochmal damit reinmischen zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Mahlzeit, die dir hilft abzunehmen, weil da jetzt kein Gluten ist, kein Teig ist. Hilft dir schneller abzunehmen, als wenn man da wieder Couscous oder so isst oder Kafteji. Kafteji ist ja alles gebraten. Ja, mein Mann liebt das auch, Kafteji, aber wir essen das ganz, ganz selten. Ich mache das ab und zu und esse dann auch mit, weil das wirklich schmeckt. Also wenn du gebraten, frittierte Tomaten hast, frittierte Paprika, frittierte Kartoffeln, ab und zu esse ich das dann mit. Aber ich merke schon, wenn ich das jeden Tag essen würde oder regelmäßig, dann kann ich nicht abnehmen, ja, da werde ich immer dicker. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispielrezept, was du zum Mittagessen essen könntest. Zum Frühstück, wie gesagt, kannst du Obst gucken, Gemüse schauen, du kannst auch Haferflocken nehmen, ja, da gibt es glutenfreie Haferflocken, Amaranthflocken beispielsweise, mit Datteln, mit Nüssen, das macht dann auch nochmal satt. Wenn du merkst, du musst morgens frühstücken, ein bisschen Mandelmilch rein und abends könntest du dir, damit es nicht zu schwer wird, weil am Anfang wird es schwer, komplett auf das Getreide zu verzichten, abends kannst du wieder normal das Essen mit der Familie, ja, damit du nicht so einen Heißhunger darauf hast. Weil am Anfang ist es immer schwierig, komplett nur gesund zu essen. Da kommt dann irgendwann der Punkt, wo du zurückfällst und anfängst, das ganze Zeug zu essen, was du sonst immer gegessen hast. Machst dir immer erstmal leicht, erstmal morgens gesünder essen, eine Woche lang, ja, oder einen Monat lang. Ja. Lass dir Zeit, jeder Mensch ist anders. Wir dürfen nicht an die Schule uns zurückerinnern, wenn du was falsch machst, Note 6. Nein, du bist nicht in der Schule, du bist zu Hause, du bist dein eigener Chef. Wenn du einen Monat dafür brauchst, wenn du ein Jahr dafür brauchst, morgens dein Frühstück gesund zu gestalten, dann brauchst du ein Jahr dafür. Aber Hauptsache, du machst das. Weil dann hast du in 5 Jahren deine gesunde Ernährung erreicht. Und du bist nicht in 5 Jahren noch übergewichtiger. Dann im zweiten Schritt machst du dein Mittagessen gesünder. Google. In Google ist alles drin. Ja? Guck halt nach veganen Rezepten, nach Rohkostrezepten. Low Carb würde ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen. Bei Low Carb, Kohlenhydrate braucht unser Körper. Und wenn ich habe es auch schon probiert, es macht auf Dauer energielos, weil Kohlenhydrate geben dir Energie. Ja? Energie. Du weißt, Energie meine ich. Kohlenhydrate aus Obst und Gemüse und aus Pflanzen, nicht aus Teigwaren. Ja? Also Pflanzen wie zum Beispiel Spinat und Obst und Gemüse haben Kohlenhydrate und die geben dir Energie. Das brauchst du, das braucht der Mensch. Ja? Und auch Sprossen zum Beispiel. Sagen wir mal, jetzt die Sprossen lassen wir weg. Das wird vielleicht eine Nummer zu groß. Aber Gemüse, Obst und grüne Pflanzen sind ganz, ganz wichtig.
Und Low Carb, was hat dann der Körper da? Der braucht doch Energie, um zu leben. Dann bist du ja ständig erschöpft. Du nimmst zwar ab, aber du bist dann ständig müde und Jojo-Effekt kommt wieder. Das heißt nicht Low Carb, sondern High Carb. Ich würde eher viele Kohlenhydrate essen, auf das Fett achten, dass es weniger ist. Also wir Tunesier essen ja viel Baguette mit Olivenöl. Ganz schlechte Kombination. Komplett ungesund für den Körper und auch ganz schädlich, gerade was Diabetes betrifft. Ja? Würde ich alles weglassen erstmal. Also Schritt für Schritt vorgehen, das war jetzt der eine Punkt. Langsam vorgehen in deinem Tempo. Googeln nach gesunden Rezepten, die dir schmecken. Ansonsten, wie gesagt, ich bin jetzt, mache gerade ein Abnehmprogramm, das ist bald fertig. Ich habe noch so viele andere Projekte. Da helfe ich dir beim Abnehmen im Kopf. Also ich gehe direkt in deinen Kopf, weil wenn es einen Kopfklick macht, dann kannst du abnehmen. Und in dem Programm gehe ich in das Unterbewusstsein, in deinen Kopf und helfe dir, dass es Klick macht und du bereit bist zum Abnehmen. Du bekommst Rezepte von mir, Ernährungstipps. Ist ein umfangreiches Programm. Wenn es soweit ist, werde ich natürlich hier Bescheid sagen und es auch unten verlinken. Das wäre jetzt so dazu. Ja? Also ich würde, wie gesagt, weiterhin für die Familie erstmal normal kochen, weniger Fett benutzen, unbedingt mit der Zeit, weniger braten. Zum Beispiel Kefteji machen muss man jetzt braten, ich hänge es an diesem Kefteji. Aber Couscous zum Beispiel, essen meine Familie auch gerne. Nudeln essen sie auch gerne. Ich gucke halt immer wieder, dass ich neue Rezepte einführe und wie jetzt zum Beispiel Kartoffelauflauf ohne Sahne, ohne Käse. Ich mache das halt alles vegan. Kommt aber auch noch ein Rezept dazu. Essen jetzt die Kinder gerne. Da ist noch Spinat mit drin und halt Kartoffeln und Zwiebeln und Sojasahne, das essen, und Hafersahne meine ich, essen die zum Beispiel gerne. Was mache ich denn noch? Ich muss einfach, bevor ich jetzt hier stundenlang sitze und überlege, ich werde nochmal ein Video bringen, was man da alles so machen kann mit den Kindern. Ja, was da für Rezepte, was man da für Rezepte nehmen kann. Ja, wird zwar nochmal Zeit dauern, aber mache ich auch noch. Genau. Erstmal dich ändern. An deinen Rezepten arbeiten, am besten schon morgens vorbereiten, damit du das isst. Weil wenn du das gegessen hast, bist du schon einigermaßen satt. Und wenn du für die Familie kochst, kannst du nicht mehr so viel essen. Du isst zwar vielleicht noch mit, die Lust ist da, aber du isst dann nicht mehr so viel. Ja, das war es eigentlich zu dieser Frage. Ich hoffe, ich habe sie jetzt so umfassend beantwortet wie nur möglich. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich schon geredet habe. Aber lass dir gesagt sein, du bist nicht die Einzige. Viele Mütter haben das Problem, aber es gibt einen Weg und diesen Weg wirst du finden, wenn du Schritt für Schritt vorgehst und dir Zeit lässt. Ich wünsche dir alles Liebe und allen anderen auch. Bis zum nächsten Video. Tschüss.